Ich grüße euch. Heute unternehmen wir einen kleinen Lauf durch den Innenstadtbereich. Das Motto lautet Einst und heute. Und ich blende einige alte Aufnahmen und Postkarten ein, wie es früher hier so aussah. Der Film soll aufzeigen, wie sich die Stadt seit Jahren verändert hat. Soll eine Gedankenstütze sein für so manches, was heute der Vergangenheit angehört. Also lasst uns mit dem Lauf beginnen. Die Gründerzeit hat das Gesicht Kulmbachs wesentlich verändert. Denn die einstige Residenzstadt von den Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach von 608 an geradezu sträflich vernachlässigt. Erwachte durch die Industrialisierung zu neuem Selbstbewusstsein. Auch an der Ecke von Hans-Hacker-Straße und der Bezzalozzi-Straße stand ein solches Gründerzeitgebäude. Siehe alte Postkarte. Das allerdings dann dem modernen Zweckbau der Stadtapotheke Platz machen musste. Schon 1531 ist ein Bürger namens Hermann Kress bezeugt, der dem Kressenstein seinen Namen gab. In rund 100 Jahren hat sich das Bild dieser Straße gründlich gewandelt. In der Aufnahme von 1884 dominiert auf der rechten Straßenseite die typisch fränkische kleingliedrige Bebauung. Während links das repräsentative Haus zu sehen ist, das sich der Bankier Lukas Sauer hatte bauen lassen. Heute ist der Kressenstein, vor allem durch die Neubarock gebracht, von Gründerzeitbauten geprägt. Thank you.
Der Kressenstein aus anderer Perspektive. Stadteinwärts ragten in der 1876er entstandenen Aufnahme die beiden Wohnhäuser des Werbermeisters Fritz Rüssler bis in die Straßenmitte. Hier stand einst das Kressensteiner Tor. Das heutige Erscheinungsbild, das im Wesentlichen um die Jahrhundertwende geprägt wurde. Der Gegenwart blieb es vorbehalten, in der Abfolge der Fassaden eine fatale Baulücke entstehen zu lassen. Der Holzmarkt ist das Zentrum der neueren Altstadt. Einst wie jetzt spielt dieser Platz, auf dem früher Holz und Vieh gehandelt wurden, für das Altstadtbild eine entscheidende Rolle. Bemerkenswert an der Aufnahme, die um 1900 entstanden sein dürfte, dass das schöne Fachwerk an dem hohen Giebel des Hauses rechts unter Verputz lag. Der Blick durch den Kressenstein in Richtung Bezzalozzi-Straße. Stärker verändert wurde die gegenüberliegende Seite des Holzmarktes. Dort, wo heute das Gebäude der Hypobank den Ensempel einem neubarocken Abschluss verleiht, stand in der Aufnahme von 1920 das schöne Fachwerkhaus des Gerbermeisters Friedrich Grohr, daneben das Gebäude der späteren Volksbank. So stellte sich die Langgasse bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Richtung Markt gesehen dar. Siehe alte Postkarte. Wie früher war die Langgasse die zentrale Geschäftsstraße der Altstadt. Vor dem Abbruch des Green Tors, das an der Stelle der Nähmaschinenhauses Pfaff seinen Platz hatte, gab es eine äußere und eine innere Langgasse. Just
Auf diesem Platz trabt in der Postkartenaufnahme ein Pferdegespann. Bis 1884 stand an der Stelle des heutigen Vereinshauses das wohl noch auf das Mittelalter zurückgehende Kornhaus, ein Getreidespeicher mit mächtigem Dach, in dessen Untergeschoss die Handwerker ihren Geschäften nachgingen. Ebenso wie das alte Kornhaus, so trennt auch heute noch das Vereinshaus den mittelalterlichen Straßenmarkt, obere Stadt, von der barock geprägten viereckigen Marktplatzanlage. Schon aus stilischen Gründen kann deswegen auf das Vereinshaus nicht verzichtet werden, denn es markiert die Grenze zwischen ganz verschiedenartigen Baugesinnungen. Den recht nüchternen Eindruck machte die Südseite des Marktplatzes 1892. Das vor allem deswegen, weil das draufseitigen Fachwerk Obergeschoss des Castor Ratskeller und des Hotels Weißes Ross verputzt waren, Ergebnisse einer falsch verstandenen Modernisierung. In der Mitte des alten Bildes ist ein eingezäunter Kandelbarer zu erkennen, ein früherer Vorläufer der Straßenbeleuchtung. Anstelle des Marktplatz Kandelabers trat dann der Luitpoldbrunnen. Er musste den Massenaufmärschen des Dritten Reichs weichen. Die Aufnahme von 1903 entstanden beim Umzug der Schuljugend im Gregorifest, dessen Abhaltung schon 1588 belegt ist. Ein prachtvolles Monument war er schon, der Luitpoldbrunnen, der am 12. März 1899 mit Pomp und Getöse eingeweiht worden ist. Damit erwies Kulmbach den wittelsbachischen Prinzregenten Luitpold zu dessen Geburtstag seine Reverenz. Vom Brunnen einmal abgesehen, hat sich das Bild des Marktplatzes in der Perspektive zur Spitalgasse hin nicht wesentlich verändert. Ihr Gesicht weitgehend bewahren konnte die obere Stadt. Dort hatten sich tüchtige und wohlhabende Geschäftsleute und markgräfliche Beamte ihre Wohnhäuser errichtet, wohl wissend, dass die Architektur ein wichtiges Mittel für Repräsentation sein kann.
So langsam kommen wir zum Ende. Ich hoffe, euch hat dieser Lauf gefallen. Also, das war es. Ich sage Servus und bis demnächst. Und lasst gerne ein Abo da.